Hallo Leute, willkommen zum neuen AKX Updates Video. Die vergangenen Wochen haben wir mehr damit verbracht, im Büro zu arbeiten, etwas zu konstruieren und so weiter. Das ist deutlich interessanter, als es klingt, und wir haben einige Fortschritte zu zeigen. Deshalb direkt los, viel Spaß mit dem Video. Bei den Fahrwerken ging es auch weiter. Für das vordere Fahrwerk hat das ISDM für uns einige Titanfrästeile gefräst. Beim hinteren Fahrwerk sind wir aktuell beim Bau und der Erprobung der Dämpfer. Das Besondere bei der AKX ist, dass aufgrund von Bauraumbeschränkung und Gewicht wir dann ein anderes Konzept haben als das klassische mit Stahl, Feder und Dämpfer. Wir haben einen Elastomer, was sozusagen beide Eigenschaften oder Funktionen in einem erfüllt und ist viel leichter als eine Schraubenfeder. Dieser wird dann geführt in der Dämpferschale und mit dieser Stange dann bei einer Landung komprimiert. Da nochmal einen großen Dank an die AKFlick Stuttgart, die haben uns nämlich die Teile hier geschweißt. Die sind, um Gewicht zu sparen, innen ausgebohrt und werden dann oben mit einer Scheibe verschweißt oder zugeschweißt. Der nächste Schritt ist jetzt hier ein dynamischer Belastungsversuch von dem Dämpfer an sich. Weil die Simulation oder Berechnung von der Reibung zwischen dem Elastomer und der Dämpferschale schwierig ist und wir deswegen, um die genaue Federkonstante und Dämpfungskonstante zu bestimmen, einen dynamischen Versuch durchführen. Und der letzte Schritt ist dann, die Teile noch vor Korrosion zu schützen. Wir werden die zum Beispiel vernickeln oder verchromen. Im April-Update haben wir von unserer Zusammenarbeit mit 3D Scan Academy erzählt. Dabei haben wir im 3D-Scan-Verfahren unseren Bau dokumentiert und auch Bauabweichungen quantifiziert. Mittlerweile konnten wir diese Daten auswerten und jetzt wollen wir euch die Ergebnisse davon zeigen. Ich werde euch jetzt ein paar Teile vorstellen und wir beginnen einfach mal mit dem Flügel. Den habt ihr ja wahrscheinlich auch in unseren letzten Monats-Updates immer mal wieder gesehen, weil da ja auch viel dran passiert ist, insbesondere mit Steuerungseinbau. Und genau, was ihr hier bei mir auf dem Bildschirm seht, ist eben der Scan von dem Stand damals, also mit quasi fertiger Steuerung und kurz vorm Verkleben. Beim Scan des Flügels ging es uns ja eigentlich in erster Linie darum, den Bau ordentlich zu dokumentieren. Natürlich ist es aber trotzdem interessant, einfach mal den Vergleich zum CAD zu haben und zu schauen, gibt es irgendwelche Bauabweichungen, die wir nicht kennen. Es gibt auch tatsächlich ein paar Bauabweichungen, die allermeisten davon sind aber bewusst, die wir während dem Bau beschlossen haben, dass sie so sein müssen. Es gibt auch teils mal Abweichungen zum CAD, weil einfach manche Kleinteile, manche Details wir tatsächlich nie im CAD umgesetzt haben, sondern einfach nur so gebaut haben, weil es unterm Strich mehr Aufwand gewesen wäre, das vorher im CAD einzubauen. Ja, hier in der Abweichungsanalyse sehr schön zu sehen, das meiste ist im grünen Bereich, das heißt geringe Abweichungen. Und dann gibt es hier und da immer mal wieder Teile, die sind rot oder blau oder dazwischen, was dafür steht, dass sie eben eine positive oder negative Abweichung gegenüber dem CAD haben. Für uns besonders interessant sind die Steuerungsteile, dort zu sehen, wie groß die Abweichung ist. Hier mal am Beispiel der Steuerstangen im hinteren Bereich hinter dem Holm. Durch die Wurzelrippe hier werden sie sehr schön geführt, sind in einer sehr guten Position, haben eine niedrige Abweichung. Im weiteren Verlauf vergrößert sich die Abweichung ein wenig bis hierhin gehen, wo es tatsächlich relativ rot wird. Das ist eine Sache, für die haben wir uns bewusst entschieden, im Bau diese Stangen ein klein wenig zu versetzen, um mehr Platz zum Bremsklappenkasten zu haben, der hier im späteren Verlauf dieser Stangen kommt. Ein weiteres Beispiel für eine große Abweichung sind diese Umhausungen der Steuerung im Wassertank. Die sind schlicht und ergreifend dafür da, dass eben das Wasser, was wir dort als Ballast mitführen können, nicht in Kontakt mit den Steuerstangen kommt. Da ist es schlicht und ergreifend so, dass wir diese Umhausungen nie so im Detail im CAD eingebaut, konstruiert haben und deshalb es natürlich keine Referenz gibt, anhand der Scan das vergleichen kann. Entsprechend entsteht eine recht hohe Abweichung, obwohl die in der Realität gar nicht so vorhanden ist. Alle anderen Abweichungen, die wir nicht kannten oder nicht absichtlich eingebaut haben, sind sehr gering, die stören uns nicht weiter, die bereiten uns kein Problem und von daher können wir da sehr zufrieden sein mit dem, was wir gebaut haben.
Zu guter Letzt will ich euch noch den Scan vom Rumpf vorstellen. Hier war unser Ziel ja hauptsächlich, diese Daten zu verwenden, um noch fehlende Teile perfekt darauf abstimmen zu können. Wir haben aber natürlich auch eine Abweichungsanalyse zum CRD gemacht und auch hier wieder sehr schön zu sehen, dass von den Hauptstrukturteilen die Abweichung sehr gering ist, wie es natürlich auch sein sollte. Uns sind dann bei der Auswertung noch ein paar Einzelteile aufgefallen, die eine größere Abweichung haben. Zum Beispiel sind das Steuerungslagerböcke, die wir aber teils noch versetzen können, also das ist nicht so schlimm. Interessanterweise gibt es zum Beispiel auch eine sehr große Abweichung bei der Sitzschale. Die ist einfach dadurch gegeben, dass wir die CNC-gefräste Form nochmal ergonomisch nachbearbeitet haben, das einfach gemütlicher ist später zum Sitzen. Und daraus ergeben sich natürlich diese Abweichungen zum CAD. Ansonsten haben alle Anbindungspunkte, die wir für noch fehlende Teile benötigen, sehr geringe Abweichungen. Das heißt, hier sollten keine Probleme auftreten, beziehungsweise die geringen Abweichungen können wir uns dann ins CAD laden und die Teile perfekt darauf abstimmen. Damit sparen wir uns dann einfach im Bau sehr viel Handarbeit, indem wir das Teil direkt von Anfang an besser darauf abstimmen können und weniger Schleifen, weniger Handarbeit, weniger Messen vornehmen müssen. Ja, wie ihr gesehen habt, konnten wir wirklich sehr viel draus ziehen aus diesen 3D-Scans und das wird uns in Zukunft viel Arbeit ersparen, das ist wirklich ein großer Mehrwert. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an 3D Scan Academy, die uns da so tatkräftig unterstützt haben. Wie in der Luftfahrt allgemein üblich, machen wir auch parallel zum Bau der AKX sehr viel Papier schwarz. Wir schreiben nämlich relativ viele Nachweise. Das müssen wir zum einen, aber es hat zum anderen auch natürlich seinen Sinn. Schlussendlich bauen wir ein Flugzeug, wo am Ende ein Mensch drin sitzt und das sollte nicht einfach so in irgendeiner normalen Situation auseinanderbrechen. Ja, was überhaupt so allgemeine Situationen sind, ziehen wir nicht einfach aus dem Hut, sondern da gibt es seit einigen Jahrzehnten schon Luftdichtigkeitsforderungen, die für einzelne Flugzeugkategorien spezifisch zugeschnitten sind. In unserem Fall ist das zum Beispiel die JAR 22. In dieser Bauvorschrift gibt es dann eben verschiedene Anforderungen, zum Beispiel die Flugeigenschaften, die das Flugzeug am Ende haben muss, die Lasten, die es ertragen können muss, also beispielsweise durch Böen oder durch Steuereingaben, wie einzelne Elemente des Flugzeugs gestaltet sind, also beispielsweise im Cockpit oder aber auch Verbindungen zwischen Bauteilen und weitere Anlagen im Flugzeug, wie die eben ausgeführt sind und wie das Flughandbuch zum Beispiel oder andere Anweisungen an den Piloten gestaltet sein müssen. Wir müssen in unseren Dokumenten nachweisen, dass wir jeden einzelnen Punkt dieser Bauvorschrift erfüllen oder zumindest berücksichtigen und das unterteilt sich dann eben in verschiedene Arten, beispielsweise entweder ein Statement, wie der Punkt bei unserem Flugzeug erfüllt wird, zum Beispiel ergänzt durch Zeichnungen, oder eine Rechnung, da gibt es oft vorgeschriebene Formeln. Man kann aber teilweise auch eigene Annahmen treffen, wenn die genauer sind. Und solche Rechnungen werden insbesondere verwendet, wenn man jetzt einfache Bauteile hat, für die es Standardverfahren zur Rechnung gibt, wie zum Beispiel Schrauben, Bolzen oder Lager. Für kompliziertere Bauteile gibt es dann oft in der Auslegung Simulationstools, die verwendet werden, also zum Beispiel finite Elemente-Analyse, die wir für die Rumpfstruktur beispielsweise verwendet haben, weil sich das von Hand eben nicht genau genug rechnen lässt. Bei solchen Simulationstools muss man natürlich immer aufpassen, dass die auch valide Ergebnisse liefern. Deswegen ist in der Praxis es meistens sinnvoller, einen Bauteilversuch zu machen, weil der die Realität meistens deutlich besser abbilden kann, insbesondere auch bei den Materialien und Bauweisen, die wir verwenden. Solche Versuche kann man natürlich nicht einfach durchführen und am Ende sagen, hat gehalten. Da gehört natürlich auch Dokumentation und Auswertung dazu. Zum Beispiel habe ich in letzter Zeit unter anderem daran gearbeitet, die Ergebnisse vom Winglet-Bruchversuch nochmal aufzuarbeiten und in einem Nachweisdokument eben zu dokumentieren und nochmal ausführlich darzustellen, wie eben die Anforderungen damit erfüllt sind. Neben den Nachweisen, die wir während der Auslegung und dem Bau des Flugzeuges erbringen, wird es auch noch einige Versuche am fertigen Flugzeug geben, zum Beispiel die Belastung der Steuerung und auch als ganz zentraler Versuch der Standschwingversuch. Im Standschwingversuch werden die Eigenfrequenzen der Struktur ermittelt. Das ist insofern relevant, als dass eben bei hohen Geschwindigkeiten diese Schwingungen angefacht werden können aerodynamisch
Und durch den Standschwingversuch und die darauf folgende Flatterrechnung wollen wir eben sicher gehen, dass wir nur bei Geschwindigkeiten fliegen, bei denen dieses Flattern eben nicht auftritt. Die ganzen Dokumente, die wir so erstellen, reichen wir beim Luftfahrtbundesamt, also im LBA, ein. Da haben wir dann nochmal einen Betreuer, der das überprüft und eben am Ende uns sagt, ob wir die Anforderungen erfüllen oder eben an einzelnen Stellen nochmal nacharbeiten müssen. Vom Luftfahrtbundesamt bekommen wir, wenn alle relevanten Nachweise eingereicht und akzeptiert sind, dann auch die erste Permit to Fly, also vorläufige Verkehrszulassung, mit der wir dann den Erstflug später machen dürfen. Ja, und außerdem wird es uns natürlich noch sehr interessieren, um die Videos da auch nochmal besser drauf anpassen zu können, was für einen Hintergrund ihr habt, ob ihr schon mal was mit Flugzeugbau zu tun hattet oder einfach allgemein technisch interessiert seid. Also schreibt uns das gerne in die Kommentare und natürlich auch wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu den Videos habt. Wie David vorhin gesagt hat, machen wir auch Belastungsversuche an den Bauteilen, um unsere Simulation zu überprüfen. Das machen wir einmal, weil es vom Luftfahrtbundesamt gefordert ist, aber natürlich auch für uns, weil wir am Ende sicher mit dem Flugzeug fliegen wollen. Ich habe mich um den Belastungsversuch vom Rumpf gekümmert und werde euch jetzt beispielhaft daran mal ein paar Sachen erklären. Die Grundlage des Versuchs sind die geforderten Lastfälle vom Luftfahrtbundesamt in der JAR 22. Das ist eine sehr lange Liste und unsere Aufgabe war jetzt praktisch zu ermitteln, welcher Lastfall davon den maximalen einschließt für den Versuch eben. Bei uns haben sich dann als maximale Lastfälle ergeben die Lasten bei einer Beschleunigung von im positiven Sinne 5,3 G und im negativen minus 2,65 G. Bei einer maximalen Abflugmasse. Was jetzt noch wichtig ist für den Versuch, ist die Kenntnis der Stellen, wo die Lasten vom Rumpf auf die Tragflächen übertragen werden, weil im Endeffekt hängt der Rumpf einfach nur zwischen den Tragflächen und wird von denen getragen. Das ist bei der AKX die Querkraftbuchsen, die auf beiden Seiten sich zweimal hier befinden. Um das im Versuch umsetzen zu können, haben wir ein Gestell entwickelt, welches die Lasten, die eben dann auf den Rumpf wirken, aufnehmen kann und dementsprechend die Tragflächen ersetzt. Die Lasten werden dann extern auf den Rumpf aufgebracht. Dieses Gestell müssen wir jetzt noch bauen und ein paar Kleinigkeiten an den Tragflächen fertig machen, dass diese mit dem Rumpf verheiratet werden können und die Punkte für die Lasteinleitung dann finalisiert sind. Das AKX-Team ist übrigens um einige neue Mitglieder gewachsen, so zum Beispiel auch um mich. Ich baue bzw. plane momentan die Seitenrudersteuerung der AKX. Es beinhaltet viel Konstruktion, aber später auch hoffentlich den tatsächlichen Bau der Teile. Ansonsten, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, abonniert uns, kommentiert, lasst ein Like da. Bis dann.